Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Anleitungsfilm von CryptoMac.de und Teleshom.info. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie Ihre Festplatte am Mac mit Bordmitteln verschlüsseln können, also ohne irgendwelche anderen Tools zu benutzen, die ins System eingreifen oder gar einen Systemfehler hervorrufen können. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir öffnen das Apfelmenü, gehen in die Systemeinstellungen, wechseln in den Bereich Sicherheit. Dort wählen wir den Reiter File Vault aus. Entsperren. Und dann klicken wir auf File Vault aktivieren. Nun sollten Sie eher auswählen, dass Sie den iCloud-Account nicht zum Entsperren benutzen wollen. Denn das kann im Ernst verhinderlich sein. Es gibt verschiedene Angriffsszenarien, wie mithilfe Ihres iCloud-Accounts eine Festplatte oder ein anderes Gerät eben von Betrügern übernommen werden kann und somit der eigentliche Schutz dahin ist. Nun fortfahren, dann bekommen Sie hier diesen Notfallschlüssel. Den können Sie sich in die Zwischenablage kopieren und dann zum Beispiel TextEdit oder eine Notiz öffnen oder eine E-Mail versenden und diesen Text dann einfügen und dann könnten Sie ihn ausdrucken. Das sollte dann natürlich nicht immer mit Ihrem Mac unterwegs sein, sondern sollte an einem separaten Ort sein, denn ansonsten hätten Angreifer es ja leicht. Ich drucke das jetzt in dem Fall nicht aus, sondern fahre einfach nur fort, aktiviere diesen Benutzer, ich habe ihn extra angelegt, Decrypt, und lege ein Kennwort fest, beziehungsweise das Account-Passwort wird eingegeben und dann kann die Startplatte entschlüsselt werden. Hier nochmal als Hinweis, ein sicheres Passwort sollte natürlich gerade hierbei genutzt werden und kein besonders kurzes. Ein gutes Passwort besteht aus mindestens 21 Zeichen, die möglichst zufällig gewählt sind und möglichst Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen enthalten. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie teleshom.info/passwort aufrufen und dort eben mehr dazu lesen. Hier fahre ich wieder fort. Und nun muss das System neu gestartet werden. Nach dem Neustart muss eigentlich nichts mehr gemacht werden. Der Computer verschlüsselt sich dann vollkommen von allein. Das System hat keine wirklichen Performance-Einbußungen. Und Sie müssen den Rechner auch nicht dauerhaft anlassen. Sie können ihn zwischendurch sogar runterfahren. Wenn Sie den Status verfolgen wollen, gehen Sie einfach wieder in die Systemeinstellung, gehen wieder auf den Bereich Sicherheit, wählen wieder File Vault aus und dann werden Sie dort eine Statusanzeige sehen, die Ihnen in Stunden oder Tagen, je nachdem wie groß Ihre Festplatte ist, anzeigt, wie lange die vollständige Verschlüsselung noch dauert. Das heißt, Sie können Ihren Rechner ganz normal benutzen, können ihn ausschalten, aber achten Sie darauf, dass nur im Netzbetrieb, also wenn Strom am Mac angeschlossen ist, dass dann eine Verschlüsselung vorgenommen wird. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen haben und das Notfallpasswort, was wir eben kopiert haben, nicht mehr besitzen sollten, dann sind alle Ihre Daten weg. Dort kommen Sie dann wahrscheinlich auch nie wieder ran. OS X benutzt eine AES-Verschlüsselung. 256 Bit lang ist der Schlüssel. Und leider ist diese Verschlüsselungsmethode proprietär, also von Apple nicht freigegeben zur externen Einsicht. Allerdings gilt hier eine Verschlüsselung, egal wie sie implementiert ist, besser als keine.
Und seien Sie sich auch bewusst, wenn Ihre Festplatte verschlüsselt ist, dann kann zwar niemand von außen physisch an Ihr Gerät heran und die Daten auslesen, aber natürlich, wenn Sie Schadsoftware auf Ihrem System haben, dann kann ein Angreifer natürlich trotzdem alle Ihre Daten abrufen, denn sobald Ihr Rechner eingeschaltet ist, ist die Platte ja entschlüsselt, zumindest nach Eingabe des Kennwortes. So viel dazu. Nun wird der Mac neu gestartet und alles Weitere sehen Sie dann und Sie werden bemerken, dass Sie keine Einbußen haben dadurch.